Hallo Leute, Peace und was geht ab zu einem neuen Brawl Stars Video. Und heute geht's um den neuen Brawl Pass. Und der kommt heute raus. Der soll dann eben rauskommen. Und ihr seht hier, da hat's einen Call Skin. Also der sieht schon mal mega nice aus. Lasst auch schon mal ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt, um keine spannenden Videos von mir zu verpassen. Ja, let's go. Und das wird sehr wahrscheinlich auch der Brawl Pass Skin sein von der Underwater Summer. Ja, also so wird wahrscheinlich auch die Season heißen. Und da sehen wir so einen Brawler. Und das wird sicher sein. Und das ist sehr wahrscheinlich so ein U-Boot. Das könnte, wenn ihr jetzt hier unten da gerade hinschaut, also da, das könnte irgendwie eine Seealge sein oder so irgendwas, wo so an seinem U-Boot ist. Dann da oben könnte das so Schrauben irgendwie sein auf seinem Kopf und so. Dann noch so außen da, so Drehdinger, die wie es immer bei den U-Boots gibt, so oben zum Öffnen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da vielleicht noch die Arme oder so. Und dann, keine Ahnung, attackiert er irgendwie mit irgendeiner Super. Wenn man ihn sieht, dann erkennt man es vielleicht besser. Ja, und das sehen wir hier. Können wir auch hier ein bisschen schauen noch. Also dass die Season wird sicher sehr viele so on the water Skins dann anscheinend haben. Und ja, es gibt eben nicht so oft Skins mit Cold im Brawl Pass, aber das ist halt schon nice, dieser Skin. Und also der Brawler erinnert mich ein bisschen an Karl. So da unten, so und da oben. Ja, aber jetzt kommen wir noch zum nächsten Post. Wir sehen uns gleich. So Leute, es geht jetzt weiter. Und da, das ist der nächste Post. Da erkennen wir jetzt ein paar Sachen. Also hier hat es einen Schlauch. Und da hat es überall sehr viel Wasser. Das heißt wahrscheinlich, das ist eine Kanalisation, sehr wahrscheinlich. Und das ist da wahrscheinlich, kommt von da irgendwie der Brawler. Vielleicht ist das so eine Vorgeschichte, dass der da gewohnt hat, der Brawler. Und da hat es eben auch noch so Seestern. Das könnte auch ein Hinweis vom Meer sein. Und jetzt sehen wir uns mal das hier hinten an. Das ist so wie eine Achterbahn. Und das sehen wir jetzt so. Das hat so ein bisschen was Ähnliches von der Stunt Show auch. Und wenn man hier so sieht, da habe ich zwei Vermutungen, dass da irgendwie eine Tür ist und hier Abstellkammer ist. Oder dass da so Podeste sind, da irgendwie was gibt, was zwar vielleicht nicht so Sinn macht, aber nur so vom Aussehen da hinten so halt über, habe ich mir so gedacht. Aber warum ist hier Ash? Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber so, da vielleicht gehört er irgendwie zu einer Gruppe. Es gibt ja meistens so Dreiergruppen. Vielleicht gehört er zu dieser Gruppe hier. Oder für ihn gibt es so, vielleicht gibt es noch Post, dass man weiß, was es so für Skins gibt. Vielleicht gibt es für ihn auch ein Skin. Und da, das da ist auch noch so auffällig. Das sieht man so. Vielleicht hat das mit der Ulti was zu tun, mit dem Angriff oder so. Und hier auch. Wenn ihr hier schaut, das hier, ja. Da hat hier auch noch so Algen. Und hier dann oben, das sind eben die Brawl
raus oder so. Ja, und da der Poco. Und da Lucky, da Watching You. Da hat es noch einen Spike. Und dann hat es da A, F, O, S, S oder sowas. Sehe ich noch. Dann hat es vielleicht hier noch das 7 Mai oder Mai. Ja. Und dann hier noch diese Fische leben sehr tief im Wasser. Ziemlich tief. Und hier, das könnte eine Muschel noch sein oder so mit Augen irgendwie. So, da steht noch cool. Ein TSH. Das wäre das ein A oder vielleicht ist das ein A für Ash. Dann hat es hier wie in der Duo-Showdown oder einfach Showdown-Runden. Dann Star Park noch und ein U-Boot. Und da steht Tark. Ja. So, da oben hat es noch was. Einfach zu oder so. Ja, da hat es nochmal eben so ein Algen und dann G. Keine Ahnung für was. Und hier oben habe ich mir noch gedacht, das hier. Das sieht so wie ein Herz aus. Dann unten, wo D steht oder so. Ja. Wir freuen uns sicher alle auf den Brawl Talk. Ja, Leute. Das wird eine Premiere-Video. Und ihr erfahrt, wenn es rauskommt, dass es kommt dann heute raus. Ja, die Premiere mache ich heute und dann könnt ihr auch morgen das Video sehen. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß am Video gehabt. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, halt um keine Videos zu verpassen. Ja, vielleicht habe ich das schon gesagt. Ja, ist aber auch egal. Zweimal hält besser, ja. Also, Leute, macht's gut. Ciao. Falls ihr noch wichtige Tipps habt oder irgendetwas aufgefallen ist, schreibt's einfach in die Kommentare. Ciao.